Rassismus ist fest verwurzelt in unserer Gesellschaft. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Denjenigen, die viel haben, ist es natürlich lieber, wenn sie diejenigen, die wenig haben, vom Arbeitsfeld zu streiten und auf der anderen Seite dann niemand darüber redet, warum es nicht genug Arbeitsplätze gibt. Es wird das Mythos aufrechterhalten von Migranten und Migrantinnen, die die Arbeitsplätze wegnehmen. Schuld an Armut und Arbeitslosigkeit, an zu wenig Arbeitsplätzen, sind aber diejenigen, die für sich den meisten Profit rausschlagen wollen. Schuld ist der Kapitalismus am System, in dem wir leben. Der Rassismus dafür verwendet, um die Bevölkerung zu spalten und Solidarität zu zerstören. Genau daher müssen wir Rassismus benennen und bekämpfen. Und wir müssen auch diejenigen benennen und bekämpfen, die Rassismus. Gescheit, gell? Servus. Servus. Wir schauen, was du da.